Schelling-Fraktal. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie in Knotenpunkten oder Hauptknotenpunkten, wie dieses schöne Beispiel von den physiologischen Rhythmen zeigt, liegen müssen, weil es gibt im Global Scaling-Fraktal, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, es gibt keine guten und gibt keine schlechten Bereiche, sondern die Bereiche haben unterschiedliche Eigenschaften. Und man kann jetzt nicht sagen, der Hauptknoten ist immer das Beste, das kann ganz kontraproduktiv sein. Bei einem anderen Beispiel, das ich noch nennen werde, aber ich möchte jetzt einmal bei den Kalibern bleiben, wenn man die also alle nachrechnet, sind die alle in einem guten Bereich. Und wieso? Weil man es ausprobiert hat. Und die sind dann halt alle in einem gewissen Bereich, weil sie ja in diesem Universum sind und deshalb funktionieren sie nach diesem logarithmisch-fraktalen Muster, das in der Global Scaling Theorie genau beschrieben wird. Also aber was bedeutet es dann guter Bereich, wenn die Knotenpunkten selbst ja jetzt keine qualitative Wertung erlauben abzugeben? Was meinst du dann genau mit gutem Bereich? Im Verhältnis jetzt zueinander oder wie? Na, sie liegen alle in einem Bereich und der hat sich für Schusswaffen, für Kaliber als gut herausgestellt. Das kann ganz umgekehrt sein, wenn man jetzt davon ausgeht, dass bei Kalibern Knotenpunkte die guten Bereiche sind, dann könnte man zum Beispiel sagen, dass bei Keilriemen, die es von der Stange erhältlich sind, die sind auch in einem ganz bestimmten Bereich des Global Scaling Fraktals. Aber die liegen in einer Lücke. Mhm. Und für Keilriemen ist die Lücke ein guter Bereich. Das heißt aber, dass man... Und zwar, darf ich noch kurz da einwenden, warum ist es bei den Keilriemen die Lücke der gute Bereich? Weil, was macht einen Keilriemen kaputt? Wenn man sich das so vorstellt, dass man den einbaut in einem Auto und der läuft ganz ruhig, dann wird er länger halten, als wenn er zu schlagen, zu vibrieren anfängt. Und wenn man sich die Beispiele der Global Scaling Theorie anschaut, dann ist in einer Lücke ist die Eigenfrequenz am geringsten, die Protonen-Eigenfrequenz. Sprich, wenn man einen Keilriemen in die Lücke legt, dann wird er am wenigsten schwingen und deswegen wird er am wenigsten, am längsten halten. Und wenn man sich jetzt alle Keilriemen, die es von der Stange gibt, anschaut, so liegen die alle in der Lücke. Wieso? Weil man es ausprobiert hat. Okay, das heißt, man kann schon dann quasi vorhersagen, wenn es in einer Lücke ist, dann wird sich dieser Prozess eher dämpfen. Und wenn es in einem Maximum ist, wird es sich eher... Also man kann schon qualitativ was sagen, ja, aber natürlich. Ob das dann wieder gut oder schlecht ist, ist wieder genau. Völlig vom Kontext abhängig. Genau. Okay, verstehe. Genau, perfekt hast du das ausgedrückt. Interessant, ne? Okay. Das heißt, wenn du ein guter Bereich für die eine technische Anwendung muss, kann für die andere technische Anwendung eine Katastrophe sein. Ist schon klar, je nachdem, ob man Resonanz haben möchte oder nicht. Ja. Das heißt, beim Radioempfang ist es zum Beispiel da auch so, dass man dann in bestimmten Frequenzbereichen müsste man dann eigentlich eine bessere Übertragung in der Atmosphäre zusammenbringen, oder? Ja, das ist ganz sicher so. Ich meine, du siehst ich meine, es ja ist so, stimmt, ja. Aber natürlich. Man kann also die Welt neu entdecken mit Global Scaling eigentlich. Ne? Und ja, richtig. Und ja. Ich meine, es braucht aber niemand Global Scaling. Man kann es ja auch ausprobieren. Man sieht das ja bei den Keilriemen, bei den Schusswaffen, bei Motoren. Die werden ja auch immer besser. Aber ein Motor, den man vor 100 Jahren gebaut hat, der wäre heute schwer verkäuflich, glaube ich. Sehr schwer. Naja, außer für Liebhaber. Aber ja, für Liebhaber, aber nicht ja, ist schon klar. Im Geschäft, nicht? Wenn einer einen Neuwagen haben will. Das heißt, es nähert sich ja jede technische Entwicklung automatisch dem Global Scaling. Nur diesen Prozess könnte man mit Global Scaling wesentlich abkürzen. Ja, dramatisch teilweise, oder? Ja, dramatisch. Wenn man mich jetzt mit meinen mathematischen Möglichkeiten und mit meinem Wissen über Global Scaling
vor ein paar hundert Jahren vor die Aufgabe stellen würde, die Schusswaffen zu optimieren, so könnte ich hunderte Jahre und Millionen bis Milliarden Schuss sparen, um zu einem mindestens gleich guten Ergebnis zu kommen. Ist halt ein schieres Beispiel, das mit den Schusswaffen. Aber, ja, es ist so. Bei den Keilriemen ist es dann eben zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt einen ganz großen Traktor baue, der einen größeren Keilriemen braucht, dann brauche ich da auch nicht lange herumprobieren, sondern ich weiß von vornherein, in welchem Bereich das gut sein wird, in welchem Bereich das schlecht sein wird. Und auch beim Motor selbst, das bezieht sich ja dann auch, Skaleninvarianz, auf den Hubraum, auf die Zündfrequenz. Es muss ja überall, muss eigentlich, ja. Also das spielt dann auf verschiedensten Ebenen orthogonal zueinander, teilweise spielt es immer wieder rein. Ich darf dich korrigieren, nicht auf verschiedensten, auf allen. Wirklich auf allen? Auf allen. Ausnahmslos. Das heißt, es ist also jetzt nach Ansicht der Global Scaling Verfechter, ist das tatsächlich der Bauplan der Natur? Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Faktor. Nach Ansicht, okay, ich meine, da gibt es ja ganz viele Messungen, da gibt es, wie gesagt, sehr viele Wissenschaftler aus den verschiedensten Wissensgebieten, die eben, also von der Seismologie bis zur Biologie, und überall finden Leute quasi diese Verteilungen. Das heißt, es drängt sich schon auf. Ne? Ja, es ist in allen Bereichen und ich muss ja sagen, mit meinem Zusammentreffen mit Global Scaling, ich habe das also auch über die Zeitschrift Raum und Zeit, habe ich davon gehört und habe dann also einige Artikel gelesen und ich habe es unglaublich gefunden. Es ist unglaublich, also wenn das wirklich so ist, ist es wirklich unglaublich. Und ich meine, Ich bin als das erste Mal, wie ich zur ersten Ausbildung, jetzt schon vor vielen Jahren, nach Wolfratshausen gefahren bin, wollte ich das eigentlich, diese Reise war irgendwie zum Abhaken gemeint. Also ich wollte dorthin fahren, um festzustellen, dass das nicht so ist. Das kann nicht so universell anwendbar sein. Und war aber von der ersten Minute an fasziniert und verzaubert, weil das hat für mich so viele Fragen beantwortet, die ich schon aus anderen Wissensgebieten ja nicht beantworten oder gewusst habe, und damit habe ich einen physikalisch-mathematischen Schlüssel bekommen, der das beweist, was ich immer schon gewusst habe aus den verschiedensten Gebieten, die mich so interessiert haben. Ich konfrontiere dich da jetzt mit einem Kommentar aus dem Chat. Oh je, immer diese Vereinfachungen, wie der kleine Mensch das Universum einschubladiert. Smiley. Ja. Was kann man dem, was willst du, kannst du dem entgegenhalten? Ja, wenn sich der Fragesteller oder Einwandsteller, der die Mühe macht, ein bisschen in die Global Scaling Theorie hineinzugehen. Und ja. Ich versuche das ja hier in einer relativ kurzen Zeit aufs verständliche Niveau herunterzubrechen. Wenn man das dann anwenden will und in die Theorie hineingeht, ist es dann doch nicht so einfach, möchte ich sagen. Also, das denke ich mir, ja. Also ich bin jetzt schon, beschäftige mich noch schon sehr lange mit Global Scaling und es kommt jedes Mal wieder zu großen Aha-Erlebnissen und zu einer Erweiterung meines persönlichen Universums, wenn ich mich in irgendeine Richtung da hinein vertiefe. Global Scaling und heilige Geometrie, beziehungsweise Sacred Geometry, also beziehungsweise der goldene Schnitt eigentlich, ist eher der Ankerpunkt. Wo ist denn, ich meine, natürlich, sage ich mal, natürlich gibt es da einen Zusammenhang, aber der auch schon herausgefunden wurde, kannst du den ein bisschen ausführen? Ja, gerne. Es ist eine sehr häufig gestellte Frage und es gibt einen grundlegenden Unterschied. Der goldene Schnitt ist eine Verhältniszahl. Also 1 zu 1,618 und so weiter. Das ist also eine irrationale Zahl. Die geht also bis ins Unendliche weiter. Phi, ne?
wird sehr abgekühlt. Ja. Danke. und das heißt, man findet in der Natur Verhältnisse. Also von einem Rechteck ist eine Seite einen Meter lang und die andere Seite 1,618 Meter lang. Und das repräsentiert den goldenen Schnitt, wie man so sagt. Global Scaling macht aber jetzt keine Verhältniszahlen, sondern legt definitive Zahlen fest. So und so viel Meter, so und so viel Kilopound, so und so viel Hertz hat diese Eigenschaft. Aber natürlich gibt es einen Zusammenhang. Und zwar, die Global Scaling beruht auf der Mathematik von Leonhard Euler, und zwar auf der Kettenbruchmathematik. Und ein Kettenbruch findet man im Kompendium des Öfteren. Es ist 1 plus 1 gebrochen durch 1 plus 1 gebrochen durch 1 gebrochen, also, und dann irgendwann steht da jetzt X. Nimmst du mir die Pointe weg. Entschuldigung. Jetzt nimmst du mir die Pointe weg. Also das ist, was du gesagt hast, ist also schon ein Kettenbruch, aber besser kann man sich das vorstellen, wenn man ins Kompendium hineingeht und auf findet man des Öfteren. Ja. Also zum Beispiel auf Seite 11. Okay. Findet man einen Kettenbruch. Und wenn man einen Kettenbruch, die Natur macht ja alles immer möglichst einfach. Und wenn man sich jetzt den einfachsten Kettenbruch vor Augen führt. Ob das jetzt manche wollen oder nicht, aber es ist offenbar so. Ja. Also der einfachste Kettenbruch, den hast du mir jetzt also weggenommen als Pointe, ist 1 plus 1 durch 1 und den Nenner wieder plus 1 durch 1 plus 1 durch 1 plus, bis ins Unendliche halt, dann kommt man auf Phi, auf den goldenen Schnitt. Da kommt man auf eine Differentialgleichung, wenn man die löst. Nein, man kommt sogar, wenn man einen kleinen mathematischen Kniff anwendet, dann kommt man auf eine quadratische Gleichung. Auf eine quadratische, ja. Und wenn man die löst, bekommt man einmal eben 1,618 und so weiter, bis ins Unendliche. Und als zweite Lösung einer quadratischen Gleichung 0,618, auch dieselben Kommastellen bis ins Unendliche. Und das Interessante an dieser Zahl Phi ist, dass 1 durch 1,618 ist 0,618. Also Kommastellen bis ins Unendliche. Der reziproke Wert von Phi entspricht einer Lösung dieses Kettenbruchs. Ja. Und bei diesem und eine Lösung ist Phi und das andere ist das reziproke Phi dieser quadratischen Gleichung. Ja. Und was bedeutet das jetzt? Ja, das ist damit mit dem einfachsten Kettenbruch kommt man auf den goldenen Schnitt. Und das ist der Zusammenhang zwischen goldenem Schnitt und Global Scaling. Das eine ist eine Verhältniszahl und das andere, Global Scaling beschäftigt sich also oder errechnet definitive Zahlen, keine Verhältniszahlen. Und wo ist jetzt nochmal der Zusammenhang zwischen Kettenbruch und Global Scaling? Ich meine, der Kettenbruch ist offensichtlich auch selbstähnlich, weil sie da immer weiter fortführt. Ne? Aber wo ist halt trotzdem der Zusammenhang zu Global Scaling? Also dieses Fraktal, das man hier also ja, verwendet. Also zum Beispiel auf der Seite, auf der Bildseite, das Bild Nummer 3, da sieht man zum Beispiel das Fraktal. Ne? Das Fraktal, ja. Also logarithmisch aufgetragen. Ja, genau. Und die Häufungspunkte sieht man da, ja. Ja, und auf Seite 11 habe ich gerade gesagt, ja, sieht man also einen Kettenbruch und